Hallihallo YouTube, hier ist Luca von JBHQ Tutorial und das ist jetzt mein dritter Versuch, dieses Commentary durchzuballern, ohne mich irgendwie total darin zu verhasolieren und dass es mir am Ende selber gefällt, sodass ich es hochladen könnte. Ja, das Gameplay, was ihr im Hintergrund sehen werdet, ist ein TDM auf Salvage, den Altai WNET MB2 auf dem PC mit einem 80er FOV, also nicht wundern, das sieht ein wenig komisch aus am Anfang, das Game ziemlich laggy, weil der Host ziemlich kacke war. Allerdings werde ich im Verlauf des Spiels selber Host und damit ist die Sache geregelt, denn dann sind die Pings in Ordnung, nicht nur von mir, sondern auch von allen anderen. Ja, 25.000er Glasfaser Internet ist schon toll. Eigentliches Thema heute ist PC versus Konsole, was ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt. Allerdings, ja, werde ich jetzt hier direkt mal von Anfang an sagen, Leute, flamet drum, wie ihr wollt, macht Fanboy-Gelaber, wie ihr wollt, ist mir scheißegal, interessiert mich einen feuchten Dreck, macht das, wie ihr wollt. Schreibt da, was ihr möchtet, schreibt eure eigene Meinung, lasst es sein, macht andere, aber bitte nicht fertig. Ich sag auch noch von Anfang an, dass ich selber PC-Spieler bin, von den Konsolen nicht so viel halte, allerdings Konsolenspieler irgendwo ein wenig respektiere, sonst würde ich dieses Video auch gar nicht machen. Allerdings nehme ich das Ego-Shooter-Spielen auf den Konsolen nicht ernst, sage ich auch direkt von Anfang an. Leute, 90% von euch spielen mit dem Aim Assist, ihr spielt einen Shooter mit dem Aim Assist, das ergibt keinen Sinn. Bitte, ich bitte euch. An alle die das abschalten und mit ohne Aim Assist auf der Konsole wirklich verdammt gut sind, Respekt, dass ihr zielen könnt, aber trotzdem, ihr spielt gegen absolute Vollidioten in 90% aller Fälle. Ich habe selber schon absolut auf der Konsole gespielt und habe dies gemerkt. Das ist kein, ich finde das echt seltsam, man rennt an denen vorbei, man kann um die rumrennen, die kommen nicht mit einem mit. Das ist, nach 20 Minuten Konsolen-Gameplay bin ich besser als so 90% der ganzen Public Vollidioten. Ja. Also, damit könnt ihr schon mal sehen, dass ich nicht so viel Konsolen halte. So, aber kommen wir mal zu ein wenig mehr, ja, ich nenne es mal freundlicheren Gerede. Und zwar werde ich einfach mal hier ein bisschen anfangen zu vergleichen, wobei da auch nicht vieles Gutes für die Konsolen rauskommen wird. Also, an alle die sagen, dass eine Konsole eine bessere Grafik hat als ein PC, Leute, schiebt euch diesen Gedankengang in den Arsch. Nehmt euren Penis und verkloppt das. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Electric-Style, aber I don't care. Wie gesagt, nehmt euch diesen Gedankengang und schiebt euch den in den Arsch. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die Exklusivtitel für die PS3 wirklich epische Grafiken haben. Aber wenn man das dann wiederum mit anderen Spielen vergleicht, die auf dem PC laufen und nicht billige Konsolenport sind, sieht das Spiel wieder doch nicht mehr so hübsch aus. Natürlich sehen noch sehr hübsch aus, aber können dann doch wiederum mit dem modernen PC nicht mithalten. Und ich rede hier nicht von 2000 Euro PC-Maschinen, sondern vielleicht von 500 bis 750 Euro PC-Maschinen. Ja, gehen wir mal von 750 aus. Dann kann man so ziemlich alles ja schon in den Max-Settings spielen. Ja, zumindest fast alles. Nächstes Thema ist, ja, alle Konsoleros denken, dass, ja, ich habe hier Full HD-Fernseher und deswegen läuft das jetzt auch in Full HD und pipapo und überhaupt und sowieso. Falsch, Leute, ihr spielt auf 720p, außerdem spielt ihr teilweise nur mit 30 FPS. Ich glaube, Battlefield 3 läuft nur mit 30 FPS auf den Konsolen. Wahrscheinlich, glaube ich, noch nicht mal in 1280x720 Pixel, sondern noch niedriger, wenn ich mich nicht irre. Und nicht auf Full HD, kapiert ist. Das Bild wird gestreckt auf den Fernseher, deswegen sieht dieses Bild auch so verkackt ekelhaft aus. Und so pixelisch und so. Bah! Wenn man das vergleicht mit einem PC-Monitor, ich meine, wir PCler, wir sitzen ungefähr, ja, ich weiß, ich hab hier irgendwie ein Lineal. Aber ich nehme jetzt einfach mal als Vergleich einen College-Block. Jeder weiß, wie groß DIN A4 ist. Also mein Bildschirm ist von mir ein College-Block-Länge. Halt jetzt hier meinen Finger hin. Zwei College-Block-Längen, ja, keine Ahnung, so zweieinhalb College-Block-Längen ist mein Bildschirm von mir entfernt. Ist 24 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1920x1080 Pixel. So. Bei mir werden auch aus der Grafikkarte tatsächlich 1920x1080 Pixel rausgehauen. Nicht 1280x720 Bild, was dann auf 1920x1080 Pixel gestreckt wird. Dass das Bild auf dem 60 Zoll Fernseher dann nicht mehr so schön sein kann wie auf dem 24 Zöller, ist ja wohl logisch. Wer das nicht versteht und immer noch davon ausgeht, dass auf der Konsole das Spiel besser aussieht, schaltet das Video ab. Ihr kapiert es dann eh nicht. Seid dann eh zu doof für. So, das war jetzt erstmal so ein bisschen Gefläme gegenüber Konsolen. Die Konsolen haben natürlich einen riesigen Vorteil, den ich persönlich auch gerne nutzen würde. Allerdings habe ich nicht vor, das Geld für eine Konsole rauszuschmeißen. Und zwar einfach, dass man sich auf eine Couch fläzen kann, vier Controller nehmen kann und irgendeinen Mist gegeneinander spielen kann.
Damit habe ich auch kein Problem. Ich meine, ich habe früher angefangen mit PlayStation 1, PlayStation 2. Ja, ich bin noch zu jung, mit Sega und T64 was angefangen zu haben. Ich habe mit PlayStation 1 angefangen. Alles, was da... Ja, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, es war sogar noch Nintendo 64. Ich habe es früher gelebt. Ich habe es mit meinem Bruder und Freunden von meinem Bruder und mit meinem anderen Bruder. Und wir haben Mario Kart gesuchtet und Mario Smash Brothers. Das waren eine der geilsten Zeiten, eine der geilsten Spielerlebnisse überhaupt. Und es waren Konsolen. Also kann man nicht prinzipiell was gegen Konsolen sagen. Nee, aber das Problem heute ist, dass auf den Konsolen ständig Ego-Shooter gespielt werden, was bei Knüppeln irgendwie doof ist, und das online, und die meisten spielen dann auch mit WLAN und Pipapo, und das ist irgendwie alles seltsam. Deswegen ich der Meinung bin, dass der PC irgendwie die bessere Plattform ist. Wie ich schon angesprochen habe, sind 90% der Spieler von Call of Duty vor allem auf der Konsole absolute Vollidioten. Natürlich gibt es auch auf PC hier und da mal Vollidioten. Ich habe auch noch irgendwo eine Stelle, wo man... Ich glaube, die hieß Gandalf. Ich glaube, der hat Gandalf genannt. Vielleicht einige meiner klaren Kollegen werden sich vielleicht auch noch an Gandalf erinnern. Gandalf war jemand, der hat auf Afghan sich zum Beispiel immer wieder auf dieselbe Stelle in Gras reingelegt, direkt am Spawn, und ist da liegen geblieben. Ja. Naja, er hat nie gereilt, dass einer vorne gekommen ist, von der Seite gekommen ist oder sonst irgendwas, und einfach weggeknallt hat. Klar gibt es diese Vollidioten auf dem PC auch. Vor allem diese extremen Vollidioten gibt es einfach überall. Aber nicht in dieser Masse wie auf einer Konsole. Gibt es nicht. Nee, gibt es nicht. Wer jetzt was anderes schreibt, nein, gibt es nicht. Hör auf zu schreiben, Mann. Spaß. So, dann nochmal zu den Kosten zurück. Wenn ich jetzt hier die anderen Sachen mal durchgegangen bin. Bei den Kosten gibt es noch ein Problem. Und zwar, eine Sache vergesst ihr, Konsolierung. Ich merke das in der Schule. Das vergessen alle. Ihr sagt immer, das ist viel billiger. Ja, aber ist auch schon mal aufgefallen, dass jeder von euch noch einen Laptop oder einen PC zusätzlich hat für YouTube, Facebook oder sonst irgendwas. Was weiß ich, was Internetpornos gucken, ist mir egal. Irgendwas, wie hat jeder Konsolero noch einen PC zusätzlich? Da kommt das mit dem Preis schon nicht mehr so ganz hin. Ich meine, für den PC muss man trotzdem bezahlen. Nur wenn man eine Konsole sich beim Mediamarkt kauft, kann man nicht zu denen hingehen und sagen, ey, ich habe jetzt eine Konsole gekauft, gib mir doch meinen PC noch zusätzlich. Umsonst. Ich habe doch eine Konsole gekauft. Das geht nicht. Ihr müsst den PC trotzdem kaufen. Oder ihr habt keinen. Dann könnt ihr auch quasi nichts anderes mehr machen, außer spielen. Damit sind wir wieder bei einem Vorteil vom PC. Ihr könnt auf dem PC Musik abspeichern, bis geht mir. Okay, geht auf einer Konsole auch. Ihr könnt Filme abspeichern, bis geht mir. Geht bei einer Konsole auch, aber allerdings ist das mit den Festplatten da so ein Problem. Ihr könnt da maximal eine Festplatte reinballern. Mit externen Festplatten ist das immer so eine Sache. Ich weiß nicht. In meinem PC habe ich 2500 GB, ich packe da einfach drauf, was ich haben möchte. So. Und wie gesagt, ich kann mit meinem PC, ich kann damit alles machen. Ich kann machen, was ich will. Videobearbeitung, Audiobearbeitung, Spiel, ich kann meine Spiele modden. Habt ihr schon mal ein wirklich gemoddetes Spiel auf einer Konsole gesehen? Außer diese komischen Hacks für Call of Duty, die schon teilweise Pro-Mod nennen, wo im Endeffekt nur das Field of View ein bisschen verändert worden ist, aber... Naja, es gibt ja, ich weiß nicht, wie gesagt, die meisten Konsoleros sind ja eh nicht so helle. Die reihen das nicht so ganz. Wie viel habt ihr schon mal vernünftige Mods für die Konsole gesehen? Software-Mods? Für die Spiele? Ich noch nicht. Auch nicht viele Videos drüber gesehen. Auf dem PC gibt's davon, ich sag nochmal, Counter-Strike Source-Mods, Half-Life 2-Mods. Counter-Strike ist ein Mod-Spiel. Counter-Strike basiert auf einem Mod. Counter-Strike ist ein Mod für Half-Life gewesen. Das ist... Diese Möglichkeit zu modden und sich damit weiterzuentwickeln, übrigens, was, wenn ihr wahrscheinlich hört, die in dem Bohrer-Hintergrund irgendwo im Haus wird gebohrt, diese Möglichkeit zu modden gibt es auf der Konsole nicht. Außerdem hat mich sehr geärgert, das ist auch einer der Gründe, warum ich Konsolen nicht abkann, ist zum Beispiel MW2. Ich finde dieses Spiel eigentlich ziemlich cool. Es gibt zwar so ein paar Waffen, zum Beispiel die G18 absolut overpowered, die Noobtube ist absolut overpowered, was gibt's da noch? Fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr so viel zu. UMP ist overpowered. Bis zum geht nicht mehr, meiner Meinung nach. Und jeder, der was anderes sagt, man kann mit der UMP über die ganze Map sprayen. Ohne Probleme. Ich hau doch mit den ganzen Scharfschützen oft über die ganze Map weg. Also, ist overpowered. Das ist nicht schwer, damit zu spielen. Also dieses Problem mit diesen OP-Waffen, das hätte ganz einfach gelöst werden können. Gebt uns PC-Spielern verdammt normalen Scheiß-Servern, die Scheiß-Server zurück und lasst uns unsere eigenen Regeln darauf machen. Wenn einer damit einen killt, das gab es im Code 4 zu Genüge, sobald einer einen mit irgendwas verboten auf dem Server gekillt hat, wurde der automatisch gekickt.
dann war die Sache gegessen. Wenn er dann soll er eben wiedergekommen sein, hat dieselbe Kacke nochmal gemacht, wurde er eben wieder gekickt. Wenn er Spaß dran hat, immer wieder gekickt zu werden, ja gut, soll er eben. Kommt er trotzdem nicht vorwärts in seinem Spiel. Das Lobby-System ist zwar an sich eine gar nicht so blöde Idee, ist auch ganz witzig damit, allerdings darf das nicht die einzige Möglichkeit sein, dieses Spiel zu spielen. Und woher kommt das Lobby-System? Richtig, von den Konsolen, dankeschön, habt ihr super hinbekommen. Gute Jungs, gute Jungs. Naja, auf jeden Fall, ich finde, der PC ist immer noch definitiv die bessere Konsole. Aus dem Vergleichsvideo ist jetzt eigentlich eher ein Konsolenflame geworden, deswegen werde ich diesen Video auch anders nennen. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Bis zu hier sollten die Konsoleros eigentlich gar nicht geguckt haben. Hier habe ich ja vorher schon gebeten abzuschalten, oder habe ich nicht? Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall, Jungs, Mädels, was gibt's da noch? Transen, mir egal. Egal wer. Habt noch einen schönen Tag. Habt Spaß beim Spielen und schmeißt eure Konsolen, insofern ihr damit nur Ego-Shooter online spielt, aus dem Fenster. Okay, tschüss. Das war schön. Schade!